Yo Leute, was geht? Rob hier. Zurück mit einer neuen Folge von Pokémon Gelbe Edition Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir uns hier durch die Route östlich von Azuria City durchgemogelt. Und sind jetzt hier vor dieser Höhle. Wir haben Pokémon schon encountered, alles mögliche. Wir haben nur kurz die Pokémon nochmal geheilt. Und jetzt geht's auch direkt rein. So. Ich muss ja noch ein bisschen was zur Seite schieben. Bin ich bereit. Und wie gesagt, wir haben keinen Blitz. Wir gehen hier einfach blind rein. Ich kannte damals den Weg. Ich werde jetzt auch den Weg kennen, hoffe ich. New Gong 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 Gong. Level 15 müssen wir nicht kämpfen. Wir fliehen. Ja, wir gehen einfach hier lang. Jetzt geht's hier hoch, ja. Ja, wie gesagt, Leute, wie geht's euch? Jetzt ist ja schon ein neuer Tag. Also ich habe gestern 2 Folgen aufgenommen. Davon habe ich eine auch schon bearbeitet und hochgeladen. Ich habe doch meine Brille, wie schon im letzten Part gesagt. Beim vorletzten Part, ich weiß gar nicht mehr. Wollte ich ja meine Brille holen, die habe ich jetzt auch geholt. Und ja, sie steht mir echt gut, finde ich. Ich kann endlich wieder besser sehen. So. Hier geht's lang. Und gar nicht so viele Trainer, und ich glaube ich. Ah, okay. Aber wir treffen auf Technikern mit Chanera. Okay. Level 25. Wir haben Turmkick dafür. KO. Nice. Der andere erreicht Level 29. Okay, ich denke, was wir machen. Wir nehmen ein anderes Pokémon nach vorne. Und zwar will ich gerade wie vorne sehen. Das ist gutes Training. Oh, Icy. Ja. Crit. Und Spiegeltrick macht wie viel? Absolut gar nichts. Wir gehen wieder raus. Leandro tankt den Icy. Blubstrahl killt. Nice. Okay, das ist eine Sackgasse. Das ist allerdings nicht so cool. Wo geht's denn dann hier lang? Dann wird's wohl hier lang gehen. Oder sind wir von da nicht gekommen? Ihr merkt schon, ich bin ein wenig verwirrt. Ja, ihr habt ein Problem damit, wenn ich so speede oder findet ihr das zu krass, weil wenn ich es zu krass finde, dann lasse ich es für den nächsten Part. Aber jetzt ist es einfach langweilig, hier so ein bisschen rumzudingsen. Von hier sind wir gekommen, oder? Ich meine, wir sind von hier gekommen. Bin mir aber nicht sicher. Oh nein, Missglück! Okay, wir müssen machen so Nappy vor. Okay, es ist jetzt nicht ganz so einfach. Ich dachte, es wäre einfacher. Es ist auch einfacher, ich stelle mich gerade noch total dämlich an. Richtig, richtig dämlich. So. Geh mal auf Ballen. Und wieder raus auf unser Nap.
Und Kick. Nice. Das geht nämlich nach rechts lang. Uff, das ist ganz schön kompliziert, Herr Amel. Da ist eine Sackgasse. Hier. Hä? Sind wir. Leute, ich bin gerade total dumm. Ich stelle mich gerade total dämlich an. So, jetzt geht's hier lang. Und jetzt geht's wieder raus. Das ist echt komisch, Leute. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen konzentrieren. So. Jetzt sind wir woanders. Ich habe irgendwas total Dummes gemacht vorhin. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe und wieso ich da hingekommen bin. Aber jetzt sind wir hier. Und das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Deswegen haben wir eine Trainerin. Endlich. Es kann weitergehen, Leute. Nach 10 Millionen Jahren. Bibor kommt. Ja, ich gehe auf Mr. Krabs. Und gehe wieder raus auf Nappy. Raserei. Nice. So. Ah, Nidoran. Ich liebe Nidokings, Leute. Nidoking finde ich irgendwie nicht ganz so cool, aber Nidoking liebe ich. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Ja, bist du einer. Hau mal raus hier. Magma, okay. Level 22. Ich traue mich nicht auf Leandro rauszugehen. Ich gehe einfach für Sprungkick. Mach guten Schaden. Oh, geht er für Solarstrahl? Ne, er geht für Himmelsfeger. Jawohl. Magma ist KO. Radikal. Radikal! Mr. Krabs kommt hier rein. Wir gehen wieder raus auf unser Gengar. Und ich weiß gar nicht, wann entwickelt sich denn das, unser Krabby? Psychokinese ist okay. Sprungkick sollte killen. Killt auch. Nice. So, wir nähern uns weiterhin dem Ende. Ich bin nur nicht ganz sicher, wo wir jetzt hier lang müssen. Links. Ich gehe einfach mal links. Ah, der nächste Gegner. Okay, Nappy ist Level 32. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Wir heilen einmal Mr. Krabs. Leandro und unser Tetris. Noch ein Tetris auch wieder nach vorne. Ja, damit wir Tetris auf einem Level haben mit den anderen. Ich geh mal für Alstra. Kaskade, wow. Tja. Und hier sind wir wieder eins weiter. Pixie. Haben wir was für Pixie? Nee. Fliehen. Kann sein, dass ich mich verlaufen habe, ja, kann sein, ich habe mich vorhin auch verlaufen, Bro. Ja, Leute, was habt ihr so gemacht die letzten Tage? Was ging bei euch?
Ja, wie gesagt, gestern relativ viel gearbeitet. Habt ihr hier noch das Video bearbeitet, das andere bearbeite ich jetzt später auch noch. Und dann muss ich noch für andere Sachen oder für andere Leute ein paar Sachen bearbeiten. Und ja, das war's. Ansonsten ging gestern so nicht mehr viel. Fußball kommt heute Abend noch natürlich. Bayern gegen Atletico, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für Bayern werden. Es werden zwei enge Spiele. Ich hoffe natürlich, dass Bayern weiterkommt, auch wenn ich kein Bayern-Fan bin, aber international bin ich eigentlich meistens für die deutschen Mannschaften. Außer bei Liverpool gegen Dortmund, da war ich für Liverpool, weil ich unglaublicher Liverpool-Fan bin. Schon seit ich klein bin. Aber das Spiel war richtig krass. 90. Minute. Kopfballtor noch von Sakho. Wow. Ja, wie gesagt, ich glaube, es wird richtig, richtig eng. Gegen Atletico. Ich hoffe, dass sie es schaffen, weil ich habe nicht Lust auf Real gegen Atletico im Finale. Das Spiel gestern war ja auch todeslangweilig. Ich meine, 0-0, okay, aber dann auch so wenig Torschuss. Ich meine, ja klar, wollten beide nicht so viel riskieren, was für beide um viel geht, aber hey. Das Spiel war nicht wirklich spannend. Ja, ansonsten, was geht noch? Was macht ihr so am Wochenende? Ich bin jetzt zum Beispiel am Freitag und Samstag bin ich unterwegs mit Freunden, so hier und dort. Ich habe jetzt gesagt, es ist Sonntag. Ich habe gesagt, Sonntag ist mein Ruhetag, wo ich nichts mache, aber ich denke, ich mache jetzt sonntags als mein Arbeitstag, weil sonntags macht eh keiner was, da hat man seine Ruhe. Und da kann man locker mal, keine Ahnung, 12, 13 Stunden arbeiten. Oder was heißt arbeiten? Eben Artikel schreiben, Videos aufnehmen, Sachen bearbeiten, sowas. Kann ich dann auch locker wieder drei, vier Videos aufnehmen. Eventuell dann ein paar Artikel schreiben für meine anderen Blogs. Und es geht am Sonntag irgendwie echt gut, finde ich. Deswegen ist für mich jetzt Sonntag immer mein Arbeitstag. Und Samstag verbringe ich meistens noch Zeit mit meiner Freundin. Das heißt, da bin ich dann weniger am Arbeiten. Ja, das sind so meine Arbeitszeiten. Oftmals tendiere ich auch dazu, eben gar nicht viel zu arbeiten, weil ich dann da überlege, so, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, obwohl ich eine To-Do-Liste habe. Aber irgendwie kann ich mich da noch nicht so richtig überwinden, wirklich dran zu bleiben. Das ist eines meiner größten Probleme, an dem möchte ich auch noch arbeiten, jetzt in Zukunft. Aber es wird schon werden, denke ich. Und wir werden jetzt hier immer, immer besser. Wir müssten jetzt auch relativ nah am Ausgang sein, glaube ich. Wie gesagt, duplexiv. Könnte wie tun. Wenn er fünfmal trifft. Zwei. Dreimal, okay. Ja, unser Tetris wächst. Es wird viel, viel stärker. Nochmal Eisstrahl, Windstoß. Komm, wir sind Level 26, das tanken wir. Wir gehen ganz viele Risiken ein, vor allem, weil hier ein Crit. Oh, scheiße, ihr seht die ganze Zeit meine Maus, nicht wahr? Weil hier ein Crit das doppelte an Schaden macht. Sorry, ich wollte nicht, dass ihr meine Maus seht. Okay. Tetris Level 24. Ja, ich würde sagen, wir trainieren Tetris auf 25 und dann ist gut. Ditto. Dann können wir die anderen trainieren. Nidorino, alright. Ich gehe mal für Superschall, um es zu verwirren. Flügelschlag. Wie viel macht Flügelschlag bei einem Nidorino? Nicht viel Eisstrahl. So, Eisstrahl könnte jetzt schon ausreichen. Ah, nicht ganz. Nochmal Flügelschlag. Geht die Donadel, ist okay.
That's okay, my friend. Und wir nehmen 15 Minuten auf. Ja, ich denke, wir gehen hier noch durch die Höhle. Das sollten wir schaffen. Dann beenden wir auch den Part wieder. Parasek. Nice. Eisstrahl. Wir tanken vor Parasek auch auf jeden Fall wieder eine Attacke. Und dann bis dahin ist Parasek schon tot. Ja, easy. Auch wenn wir vergiftet sind, ist kein Problem für uns. Kratzführerin geht sogar daneben. Flügelschlag sollte ausreichen. Und Level Up für Tetris. Yes, nice. Level 25 für Tetris. Enteron kommt rein. Und wir haben keine Donnerattacke und sowas. Das ist, was mich ein bisschen stört. Stachelspore. Es ist paralysiert. Turmkick. Aber macht guten Schaden. Nochmal Turmkick. Und damit wir auch hundertprozentig treffen und nicht eingeschläfert werden. Blubstrahl. Reicht aus. Enteron besiegt. Ballen erreicht Level 13. Sehr nice. Und wir besiegen Cooltrainer männlich. Ja, scheinbar ist es doch männlich. Kokuna. Achso, wir wollten jetzt Krabby nach vorne machen, Mr. Krabs. Ja, schade, dass sich Tetris hier nicht entwickeln kann, also unser Porygon. Sehr, sehr schade. Aber kann man nichts machen. Pummeluft, bleib weg. Geht wohl doch hier lang. Ah, da kommt noch ein Gegner, hab ich gesehen. Level 21, riskieren wir das? Ich denke nicht. Unser Angriff sinkt, egal, wir gehen für Blubstrahl, ist spezial. Macht bestimmt die Hälfte, ja, circa. Initiative sinkt, das ist sehr wichtig. Von Volltreffer, tanken wir noch einen? Ich riskier's. Okay, wenn es Ruckzuck-Keep hat, ich will nicht riskieren, dass es Ruckzuck-Keep hat. Oh mein Gott. Gerade so. Ich dachte nicht, dass er wirklich nochmal einen Volltreffer landet. Dann 2 KP. Puh. Und nochmal einen Volltreffer, natürlich. Raserei. Reicht aber auch aus, um dich zu besiegen, Taubus. Das war ein Spiel mit dem Feuer. Apollo. Welches Level? Auf welchem Level? Level 21? Wir gehen raus auf Nappy. Wir gehen auf Nummer sicher. Scheiße, ich glaube, wir haben gar nichts, was Schaden macht. Säure. Säure macht nicht viel, okay. Wir heilen unser. Na, haben wir noch? Doch, ja. Wir heilen unser Leandro. Und wir haben jetzt nur noch einen Supertrank. Wir müssen noch aufpassen, was mit den Supertränken. Wechseln jetzt raus auf unser Leandro. Und gehen für Blubstrahl. Critten. Nochmal Blubstrahl, damit ist Apollo besiegt. Und ich glaube, er hat noch ein Pokémon, oder nicht? Ja. Ja, ein Simsala. Oh. Simsala ist richtig gefährlich. Ich glaube, das war's. Drachenwut. Oh shit. Wir müssen hoffen, dass er wieder für Drachenwut geht. Wir haben mit ihm noch 44 KP. Wir tanken zweimal Drachenwut mit Nappy. Geht für Todeskuss. Das schläft uns ein. Oh shit. Wir haben unser. Oh Mann.
Scheiße. Oh mein Gott, wir wachen auf. Zur Schneider. Überleb, Mr. Krabs. Komm schon. Komm schon. Nein. Oh, 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 es geht dahin, Leute. Komm schon, kill es. Nein. Drachenwut, okay, wir tanken zweimal Drachenwut. Nappy, wir brauchen ein Crit. Crit? Nein. Psy-Strahl tanken wir. Wir müssen hoffen, dass Sprungkick trifft und reicht aus. Oh mein Gott. Aber wir haben unser Shilluk verloren und das Starter-Pokémon, Leute. Wir haben unseren Starter verloren. Das war unser Starter, oder nicht? Ich weiß gar nicht. Okay, wir haben Mr. Krabs verloren und unser Starter-Pokémon und wir sind richtig, richtig geschwächt. Es wird richtig tough, jetzt hier noch durchzukommen. Ja, wir haben keine Tränke mehr. Oh, 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 oh. Ja, das Problem ist, dass unser Tetris auch sterben wird. Ah, oh, den Kampf wollte ich vermeiden. Oh mein Gott. Ach, hallo. Unser Tetris hat Flügelschlag. Flügelschlag ist sehr effektiv. Wir müssen hoffen, dass es trifft. Dass es ausreicht. Komm schon, Tetris. Yes. Noch ein Pokémon dick da. Komm, wir haben Eisstrahl. Ja. Oh, 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 es ist ganz wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen jetzt mit Ballen irgendwie die Pokémon anschlagen, ankratzen und dann mit den anderen zuschlagen. Mehr können wir nicht mehr machen. Oh, da ist ein Gegner. Da ist ein Poketrainer. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Fuck! Vier Pokémon. Lichtschild. Duplexieb. Okay, wir sind gefroren. Wir müssen uns sterben lassen. Ging nicht anders. Und jetzt Sprungkick. Sieht nicht gut aus, Leute. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir verlieren. Hier vielleicht. Oh mein Gott. Oh shit. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Wir haben noch zwei Pokémon. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen wollen. Ah, deswegen ging es nicht. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, wir müssen da lang. Wir können uns da nicht vorbeimogeln. Ich glaube, jetzt ist es vorbei, Leute.
Shit. Ich glaube, es ist vorbei. Ja. Leute, das war's. Wir haben alles verloren. Es fing an mit diesem Simsala und dann ging's bergab. Als Leandro besiegt war, ging's bergab. Wir waren zu schlecht trainiert, wir hatten 3 Pokémon. Tetris war vergiftet. Leute, ich habe meine erste Nuzlocke auf diesem Channel verloren. Ich werde weitermachen. Natürlich. Ich werde die nächste Nuzlocke anfangen. Jetzt mit der, wahrscheinlich mit der zweiten Generation erstmal. Ich will jetzt nicht direkt nochmal für nochmal Pokémon Geld spielen. Ja. Der erste Nuzlocke ist gescheitert. Ich, ja. Bin ein bisschen angepisst gerade, merkt ihr vielleicht. Aber ja, was soll man machen? Leute, das war's. Mit meinem ersten Let's Play hier auf YouTube. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, schreibt gerne was in die Kommentare. Und dann, ja, sehe ich euch auf jeden Fall beim nächsten Let's Play. Ich werde jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich ein paar Pokémon Showdown-Kämpfe hochladen. Erstmal. Bis ich weiß, was für ein Let's Play ich machen werde. Ihr könnt auch gerne, falls irgendwer das Video schaut, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht für Videos. Und für was für Projekte, was für Let's Plays. Und dann kann ich das gerne machen. Aber allerdings habe ich keine Capture Card. Das heißt, ich kann kein Pokémon, also keine 3DS-Spiele Let's Playen. Ansonsten, ja. Wenn ihr irgendwie irgendeinen Wunsch habt an Pokémon spielen, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Und dann werde ich das tun. Bis dahin, Leute. Ciao, danke fürs Reinschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne was in die Kommentare. Lasst ein Like da, was auch immer. Zeigt es euren Freunden. Ja, habt Spaß an den Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Arrivederci. Adios. Ciao, tschüss. Und ja, keine Ahnung. Auf Wiedersehen.